Sie sind hier 31. Oktober 2018, 10.36 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Marc Ellolippi wird seinen im Januar auslaufenden Vertrag in China nicht verlängern. Urheberrecht Getty Images. Marc Ellolippi hört im Januar 2019 als Trainer der chinesischen Nationalmannschaft auf. Der Italiener war der angeblich bestbezahlte Trainer der Welt. Marc Ellolippi wird seinen im Januar 2019 auslaufenden Vertrag als Trainer der chinesischen Nationalmannschaft nicht verlängern und die Auswahl nach Ende des Asien-Cups verlassen. Das bestätigte der 70 Jahre alte Italiener laut chinesischen Medien bei einer Ehrung in Monaco am Dienstag. Nach fast 6 Jahren in China sei es für ihn an der Zeit, nach Hause zu seiner Familie zu gehen, sagte Lippi. Italiens Weltmeistertrainer von 2006 hatte seit 2012 zunächst als Coach, dann als technischer Direktor für GZ Evergrande gearbeitet. Lippi verpasst großes Ziel mit China. Im Oktober 2016 übernahm er als angeblich bestbezahlter Trainer der Welt mit einem Jahresgehalt von bis zu 24 Millionen Euro die Nationalelf. Das große Ziel, die WM 2018 in Russland, verpasste. Wir haben gute Arbeit geleistet und uns verbessert, obwohl der Fortschritt nicht so groß war, weil das Niveau am Anfang sehr niedrig war, sagte Lippi. Über einen möglichen Nachfolger machte der Verband keine Angaben. China spielt bei der Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 5. Januar bis 1. Februar 2019 in der Vorrunde gegen Südkorea, Kirgisistan und die Philippinen. Von Sportinformationsdienst.